bestehen darin, das Team zu organisieren und begleitend dazu, das OP-Programm zu strukturieren und dem Team dementsprechend anzupassen. OP-Programm bestimmt unseren Tagesablauf, beginnt am frühen Morgen dahingehend, dass wir eine Teambesprechung machen. Wir treffen uns zusammen und überlegen gemeinsam, wer welche OP instrumentieren möchte, wer angelernt werden muss. Sicherheit hat hier bei uns im OP natürlich höchste Priorität. Das fängt in dem Moment an, wo der Patient den OP betritt, in der Umbettschleuse. Dort wird einmal kontrolliert, ob die Patientendaten alle übereinstimmen, sein Patientenbändchen mit dem ID-Code, genauso wie seine Akten und seine persönlichen Aussagen. Wenn der Patient in der Einleitung angekommen ist, wird er durch die Kollegen der Anästhesie übernommen, die ihn dann weiter vorbereiten für die weitere Operation. Bevor der Patient den OP-Saal betritt bzw. hier hineinfährt, narkotisiert, ist schon ein Großteil an Arbeit geleistet worden im Vorhinein. Die Tische sind vorbereitet worden mit den dazugehörigen Instrumenten für diese Operation, genauso wie das gesamte Equipment bzw. Implantate vorbereitet worden sind. Im OP-Bereich ist die Teamarbeit sehr wichtig. Die teilt sich auf in Instrumentiertätigkeit. Das bedeutet, dass der Instrumentierende die sterilen Instrumente dem Operateur anreicht während der OP. Weiter Bereich ist die Springertätigkeit in unserem OP. Das bedeutet, die Materialien zu öffnen, die benötigt werden. Im OP ist ein besonderes Maß an Sicherheit gefordert. Es ist das Team-Timeout, was dazu führt, dass geschaut wird, dass wirklich alle Maßnahmen im Vorhinein getroffen worden sind, um die Sicherheit des Patienten zu gewährleisten. Da wird abgeklärt, inwiefern Blutkonserven vorhanden sind, Bildgebung, die Aufklärungen, die gelaufen sind, Zählmaterialien, sowas wie Bauchtücher, Kompressen, die in den Patienten eingebracht werden, dass sie am Ende der Operation wieder entfernt werden, genauso wie die Instrumente natürlich. Darüber hinaus ist die Kommunikation auch wichtig zwischen dem Chirurgen, zwischen der Anästhesie und natürlich maßgeblich auch zwischen der Pflege, die am OP-Tisch steht, genauso wie die OP-Pflege, die im Saal anwesend ist und den gesamten Geschehen zuarbeitet am OP-Tisch. Hallo Herr Oberarzt, gibt es eine Programmänderung? Ja, gibt es eine Notfall-ACW, das kann den Saal machen. Alles klar, danke. Morgen, Herr Professor Hammerich, schön Sie zu sehen. Zu Ihrer Information, Ihre OP läuft heute in Saal 4. Okay, einer Seele laufen noch. Läuft alles wunderbar. Prima. Danke, tschüss. Tschüss. Kardiotechniker ist als weiteres noch mit zu nennen, der die Herz-Lungen-Maschine bedient und da natürlich auch mit in die gesamte Kommunikation von allen Seiten eingebunden sein muss. Die Zusammenarbeit bei uns im OP ist professionell. Wir arbeiten nach fachlichen Standards, die ständig überarbeitet werden. Wir haben ein vertrauensvolles Zusammenarbeiten. Wir lernen neue Mitarbeiter an, bestimmen dafür Mentoren, die nach einem entwickelten Anleitungskonzept die neuen Mitarbeiter anlernen. Die Anlernsituation beginnt mit Springertätigkeit, zu zweit neuer Mitarbeiter und Mentor und später am OP-Tisch das Instrumentieren ebenfalls mit neuen Mitarbeitern und Mentor. Saal 3 sieht so aus, dass sie was jetzt beendet ist, laut meinem Plan. Ja, die AKE ursprünglich Saal 4. Erfahrungen und Erlebnisse, die der Mitarbeiter, vielleicht auch der neue Mitarbeiter macht, muss er nicht alleine bewältigen. Er hat jederzeit Mentoren an seiner Seite und selbstverständlich haben Leitung und auch die Stellvertretung immer Zeit für Gespräche, die individuell dementsprechend zeitnah dann geführt werden.